Hallo zusammen, es geht weiter an meinem Oasis Styline 85. Heute würde ich mit dem Bodengrundaufbau beginnen. Dafür habe ich schon mal alles bereitgelegt. Ich würde mit dem Seraflor Depot beginnen. Das ist eine Langzeitbodengrundmischung, die die perfekte Nährstoffmischung liefert, um für kräftiges, üppiges Pflanzenwachstum zu sorgen. Das Besondere am Seraflor Depot sind diese Aktivpellets. Die sind ähnlich zu den Seraziporax. Dort können sich wichtige Filterbakterien ansiedeln und so nochmal eure Filterfläche im Bodengrund erweitern. Dann machen wir mal weiter mit dem Kies. Dieses Mal habe ich mich für den Rio Negro von Olli Better entschieden. Ich habe zwei verschiedene Korngrößen genommen, einmal die 0 bis 2 mm und einmal die 2 bis 3 mm. Es soll jetzt nicht so werden wie mein Superfisch, sondern hier habe ich das jetzt so vor. Im vorderen Bereich kommt schon eine gewisse Sandschicht hin. Nur sobald es in die Mitte geht und in den Hintergrund, würde ich gerne dieses Mal den Sand mit dem gröberen Kies mischen. Und dann mal schauen, wie es aussieht. Also ich versuche, ein bisschen mehr Natürlichkeit reinzubekommen und hoffe, das dadurch zu erreichen. Dann geht's ans Hardscape. Dieses Mal habe ich mich für die Black Pebble Steine entschieden. Ich finde die eigentlich mal ganz interessant und habe die bisher auch noch selten in Aquarien gesehen. Ich habe selber jetzt einmal einen Juwel Rio 180 damit eingerichtet und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich habe zusätzlich als kleine Dekosteine noch diesen Beutel hier im Zooladen gefunden und da suche ich mir einen passenden Stein heraus und hoffe, das Ganze wird gut aussehen. Das wäre dann auch der geplante Aufbau und im Hintergrund möchte ich wieder so einen kleinen Urwald anlegen, sodass das im Hintergrund schön zuwachsen kann, man den Filter dann auch nicht sieht und dann mal schauen, ob das alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Das Seraflor Depot habe ich jetzt soweit verteilt. Ich habe auch hier wieder die Seiten offen gelassen. Durch die Kieskante müsste ich es jetzt nicht machen, aber ich mache es einfach aus Prinzip. Irgendwie habe ich mich daran gewöhnt und deswegen mache ich das jetzt so. Ja, beim Kies habe ich jetzt leider nicht den Luxus wie bei dem Gümmersand, dass ich ihn direkt reinkippen kann. Deswegen muss ich den jetzt auf jeden Fall einmal auswaschen und dann werde ich den nach und nach einbringen. Und dann bin ich schon gespannt, wie die Farben dann aussehen. Und für alle, die sich jetzt fragen, warum denn den Kies auswaschen? Weil das sonst in eurem Aquarium ist. Ja, und so sieht der Kies dann nach dem Auswaschen aus. Also farblich kommt er natürlich jetzt viel mehr an den Sand ran. Das war meine größte Sorge. Denn das sieht ja um einiges heller aus. Aber das gefällt mir so auf jeden Fall besser. Okay, kurzer Zwischenstand für euch. Ich habe jetzt hier die freien Ränder um das Seraflor Depot schon mal mit dem groben Kies aufgefüllt. Ich habe das jetzt folgendermaßen vor. Ich werde jetzt noch den Rest mit dem groben Kies auffüllen. Warum mache ich das? Ich habe in dem Superfish Scaper 45 Video schon erklärt, das Problem bei Sand ist oftmals, dass sich Faulstellen bilden. Und um das zu umgehen, möchte ich halt hier soweit, wie es die Kieskante zulässt, erstmal grob mit dem groben Kies auffüllen und dann werde ich den Sand einbringen. So umgehe ich das mit den Faulstellen und da jetzt keine Tiere reinkommen, die groß wühlen, werde ich auch keine Probleme haben, dass dann die Phasen ineinander kommen. Aber wie schon anfangs erwähnt, möchte ich ja eh den Sand mit dem Kies mischen, um ein natürlicheres Ergebnis zu erzielen. So, und jetzt habe ich den Kies soweit aufgefüllt. Ich sag mal so, ich habe zwischen 1 und 1,5 cm zur Kieskante jetzt Luft gelassen. Und das fülle ich jetzt mit dem Sand auf. Und im Hintergrund kommt dann halt, wie gesagt, das Gemisch. Kurzer Zwischenstand. So sieht das jetzt mit dem Sand aus. Also die Körnung finde ich genial. Das ist halt ein tolles Gemisch. Aber fürchterlich auszuwaschen. Also gefühlt die Hälfte verschwindet im Ausguss.
Hier nun das vorerst fertige Ergebnis. Das Hardscape habe ich auch schon mal gesetzt. Ja, warum ist das Becken befüllt? Das war gestern so trübe, dass ich mir gedacht habe, ich fülle es jetzt lieber ganz auf, lasse den Filter über Nacht laufen und der kann dann halt dafür sorgen, dass die Trübung weg ist. Hat auch super geklappt. Der Sand ist recht spannend, weil man halt wirklich verschiedenste Korngrößen drin hat. So ist es halt auch in der Natur und das war ja im Endeffekt das Gewünschte. Ja, die Durchmischung hinten hat jetzt nicht ganz so gut funktioniert. Es hat sich halt viel noch abgesetzt und wenn ich dann mit dem Bepflanzen loslege, wird das vielleicht noch ein bisschen anders aussehen. Was habe ich jetzt genau vor? Als nächstes kommt jetzt erstmal die CO2-Anlage. Warum habe ich die nicht gestern eingebaut? Das Problem ist einfach, dass durch die starke Trübung das alles eingesaut worden wäre. Und deswegen mache ich das jetzt heute, wo das Becken wieder klar ist. Ich habe mich hier für das Tropica Plant Grow System Nano entschieden. Warum habe ich das gemacht? Das ist ja eigentlich eher eine CO2-Anlage für kleine Aquarien. Mein erstes Oasis Styline 85 hatte ich auch mit dieser CO2-Anlage betrieben und habe die damals gegen die Eheim ersetzt. Dann hatte ich den Hinweis bekommen, dass man das doch auf SodaStream-Flaschen umbauen könnte. Und deswegen habe ich mir jetzt hier gedacht, für ein weiteres Video würde ich jetzt mal mit dieser CO2-Anlage starten und dann auf SodaStream umbauen. Bei dem Set ist ein Diffusor dabei. Ich bin jetzt nicht ganz so der Fan davon. Deswegen habe ich mich für den Denerle CO2 Diffusor Ultra S entschieden. Das ist ein Acryl-Diffusor mit eingebautem Blasenzähler. Da bin ich bisher sehr zufrieden mit. Der ist flüsterleise. Ich habe den schon in mehreren Becken ausprobiert. Und was halt super ist, der Schlauch, der bei den Tropica-Systemen dabei ist, passt hier super über das Rohr von dem Diffusor. Man kann das halt fast bis unten runter durchstülpen. Und auch die Saugnäpfe, die hier bei dem Tropica-System dabei sind, passen halt wirklich super zu dem Diffusor. Und deswegen fand ich, ist das die perfekte Verbindung. Dementsprechend würde ich das Aquarium jetzt nochmal ein bisschen ablassen und dann die CO2-Anlage installieren. Jetzt nochmal die Unterschiede zu den beiden Diffusoren. Beim Tropica ist ein Rückschlagventil integriert. Das Problem ist, ich habe den jetzt schon mehrfach gehabt. Das hat nie funktioniert. Und was halt auch ein Riesenproblem ist, die Saugnäpfe. Gerade am Anfang lösen sie sich jedes Mal wieder. Und das größte Problem ist, wenn man beim Tropica-System die Flasche wechselt, dann schießt einem hier der Schlauch ab und es gibt einen widerlichen Knall und man erschreckt sich halt wirklich. Ja, es ist halt jedem selbst überlassen, aber ich bin da echt nicht begeistert von. Der Denerle ist wirklich klein und kompakt. Wie ihr seht, so mache ich das immer. Ich stülpe halt den Schlauch so weit, wie ich hinkriege, über das Rohr von dem Diffusor. Jetzt kommen wir eben zu den Saugnäpfen. Das sind die Saugnäpfe, die dabei sind. Ich finde die sehr unschön wegen diesem Blaustich. Sie halten Bombe, also das kann ich wirklich sagen. Vom Halt her sind die wirklich perfekt. Aber dieser Blaustich ist halt wirklich unschön. Gerade in einem Aquascape sticht das einfach viel zu sehr heraus. Und deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall die beim Tropica Set dabei sind. Die sind klein und dezent und halten wirklich perfekt. Also da bin ich jedes Mal wieder begeistert, wie gut die halten. Und deswegen werden die hier zum Einsatz kommen. Ich habe euch das jetzt hier mal schon mal vormontiert. Man sieht ja sofort, also das mit den Saugnäpfen ist schön dezent. Wenn man jetzt die dagegen sieht, das ist ja komplett eine andere Welt. Ich werde das Ganze jetzt mal im Aquarium installieren und dann zeige ich euch, wie es im Aquarium aussieht. Der CO2 Diffusor Ultra S von Denerle ist jetzt installiert. Wie ihr seht, schön dezent. Die Saugnäpfe sind so gut wie nicht zu sehen, also da hat Tropica wirklich einen guten Job gemacht.
So sieht das Ganze dann von vorne aus. Fügt sich halt super mit der Milchglasfolie. Wer mein vorheriges Video noch nicht gesehen hat, schaut es euch gerne an. Ich habe hier einen Kabelkanal unter den Halterungen von der Abdeckscheibe installiert. Dadurch konnte ich halt das Kabel von meinem Temperaturfühler hier sauber verstecken und in dem Fall jetzt auch den Schlauch von der CO2-Anlage. Was habe ich jetzt vor? Ich werde jetzt hier den Schlauch abtrennen und ein Rückschlagventil von ADA installieren. Der Vorteil ist einfach, wenn die Nachtabschaltung läuft oder euch die CO2-Flasche mal leer gegangen ist, dann drückt das Wasser, was dann den Schlauch langsam hochdrückt, euch nicht in den Unterschrank und zerstört im schlimmsten Fall euer Regelventil von der CO2-Anlage. Bevor ich jetzt mit der Bepflanzung anfange, wollte ich euch jetzt noch schnell das Ergebnis zeigen. CO2 läuft. Es war sogar noch ein vierter Saugnapf mit in der Packung, so dass ich den Messfühler vom Thermometer auch noch einspendieren konnte. Und so liegt der wenigstens schön dezent hier hinten an der Scheibe an. Der Kabelkanal war eine super Idee. Schön dezent. Und hier ist jetzt das Rückschlagventil eingebaut. Man sieht jetzt hier nur hinterm Filter die ganzen Kabel und dann den Schlauch so ganz dezent hinter der Milchglasfolie. Aber wenn es erstmal bepflanzt ist, sieht man ja eh nichts mehr davon. Und die CO2-Anlage habe ich jetzt hier erstmal in der Ecke stehen. Und wenn die SolarStream-Geschichte dann losgeht, wird das auf jeden Fall nochmal alles ein bisschen umgebaut. Gut, dann würde ich jetzt mit der Bepflanzung loslegen und zeige euch dann das Ergebnis. Die Bepflanzung kann dann losgehen. Ich würde sagen, der Beutel ist auf jeden Fall voll und ich packe den mal aus und zeige euch, was da alles drin ist. Die Hintergrundpflanzen habe ich jetzt schon mal ausgepackt. Ich habe hier 3 Töpfe von dem Elocharis montevidensis. Dann habe ich 3 Töpfe von der Cyprus helferi. Leider erstmal nur 1 Topf von der Vallisneria nana, der Rest wird noch nachgeliefert. Und dann wollte ich mal was Neues ausprobieren, die Modania kaisak. Das ist eine Pflanze, die so bambusartig wird, komplett gerade Stängel und deswegen passt die eigentlich ganz gut. Die Hintergrundpflanzen habe ich jetzt schon mal gesetzt. Ich denke, das sieht schon mal ganz cool aus. Und jetzt würde ich mit dem Vordergrund beginnen. So, dann kommen wir jetzt zu den Vordergrundpflanzen. Ich habe hier einmal die Elocharis mini, dann 2 Töpfe Staugene Rippens und 1 Topf von dem Helanthium Cenelum Green. Dann habe ich eine Cryptocoryne Pava, eine Cryptocoryne Wildisi Nivelli und eine Cryptocoryne Wildisi Lucens. Die werde ich jetzt auch einpflanzen und dann zeige ich euch das fertige Ergebnis. Ja, mit dem Setzen der Vordergrundpflanzen bin ich jetzt auch fertig. Ich habe jetzt hier die Staugene Rippens um die Steine drumherum gesetzt. Hier in der Mitte habe ich aus dem Tinellum und der Elocharis Mini einen gemeinsamen Rasen gesetzt. Hier vorne ist die Cryptocoryne Pava. Und hier habe ich halt noch einen Topf Cryptocoryne Pava dazu gekauft. Man sieht halt hier ganz gut, das sind Cryptocoryne Pava, die über Land gezogen wurden. Und der vorherige Topf waren Cryptocoryne Pava, die halt unter Wasser gezogen wurden. Unter Wasser haben die halt die Blätter so schön am Kies liegen und über Wasser stehen die halt so gerade. Die stellen sich jetzt mit der Zeit noch um und dann passt das auf beiden Seiten auch zusammen. Hier sitzen auch die Staugene Rippens um den Stein rum. Und das ist das fertige Ergebnis. CO2 läuft einwandfrei. Und über den Filter kann ich bisher nur sagen, sehr leise, sehr angenehm. Und eine verdammt starke Strömung. Also wirklich klasse. Ja, das wär's dann auch schon von meinem heutigen Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.